Einen wunderschönen guten Hallo, meine lieben kleinen Freunde auf YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Lieblingskratze. Das bin ich. Und heute gibt es eine Folge Craft Attack 7. Und was machen wir in Craft Attack 7? In Löcher fallen. Nass. Egal. Liebe Menschen, wir haben etwas gebaut. Und jetzt fürchtet euch nicht. Nein, ich bin noch sterblich. Ich bin kein Gott. Nicht verwirrt sein, okay? Denn ich habe gestern nach dem Teil, während das Video gerendert hat, mal ganz kurz eine Kleinigkeit gebaut. Und zwar hatte ich hier nach links eine Abzweigung gebaut. Und die ist auch schon komplett fertig gebaut. Alles, was wir brauchen, ist Packed Ice. Und dann haben wir das Netherportal für den Sumpf angeschlossen und können endlich mal mit dem Sumpf weitermachen. Der erste Teil, den ich heute machen möchte, ist, dass ich im Sumpf ganz gerne einmal komplett ausleuchten möchte und alle Bäume dort entfernen möchte. Damit das Ganze problemlos funktioniert, brauchen wir eine vollgeladene Axt, die haben wir hier, und wir brauchen natürlich eine Menge Fackeln. Und theoretisch haben wir hier noch ein paar drin, aber wir haben auch noch ein paar mehr. Ich muss auch irgendwann mal meine Spitzhacke wieder reparieren. Ist eigentlich ein guter Moment, um dieses Ding, was ich für Flocke gebaut habe, mal für Katze zu verwenden. Ja? Oder ich trade allgemein mal wieder mit Villagern. Ich weiß es nicht. Bedeutet, wir werden jetzt erstmal hier rangehen und werden diese kompletten Blöcke hier setzen, die wir setzen müssen. Bis gleich. Bäume abbauen, feine Bäume. Bäume abbauen, fein sein. Und Bäume abbauen, das ist fein. Und wie man hier sehen kann, mache ich das auch schon eine ziemlich lange Zeit. Sogar schon so viel, dass ich mittlerweile, Phantommembran brauchen wir nicht unbedingt, dass wir mittlerweile schon fast durch sind. Und zwar diese Bäume hier vorne, bis nach da vorne sind noch alles. Das da vorne haben wir schon alles. Warum despawnt das Zeug da vorne nicht? Da hängen noch einzelne Wutz. Ich schwöre, ich baue immer alles fein ab. Das sind andere Leute. Ganz, ganz toll. Mann, oh. Naja, wird weiter gebuddelt. Geh hier mal einfach weiter, Katze. Wir müssen danach das ganze Gebiet auch noch ausleuchten. Leute, mir wurde öfter mitgeteilt, liebe Katze, das ist soweit eine interessante Idee, die du hier verfolgst. Aber es ist normalerweise so, dass die Mob-Spawns im Sumpf für Slimes bedeuten, dass sie auch bei Nacht spawnen müssen. Das kann ja sehr gut sein. Aber wenn wir den Spawn, die Spawnrate im Allgemeinen, auf einen einzelnen Punkt beschränken in dem Moment, dann sehe ich da eigentlich sehr, sehr gutes Potenzial, dass wir hier im Laufe der Zeit eine gut funktionierende Mobfalle bauen können. Wenn alles hier unten ausgeleuchtet ist, spawnen die Mobs nämlich nur auf den Plattformen in dieser Gegend hier, die wir auch für uns wählen. Und dann haben wir die Möglichkeit, das Ganze so zu benutzen wie einen normalen Mob-Häcksler. Bedeutet, wir können in die Luft theoretisch eine Mobfalle bauen, und haben die Möglichkeit, das dann zu häckseln und häckseln zu lassen, die Mobs, die da existieren. Da können wir normales Häcksler-Design wählen. Bedeutet mehrere Spawn-Plattformen, die dann automatisch ins Wasser getrieben werden oder automatisch ins Wasser laufen. Und theoretisch eine passive Mob-Farm erstellen, wo man AFKen kann. Das Ganze ist natürlich ein bisschen ärgerlich. So wie wir es jetzt momentan machen, könnte es da zu leichten Problemen kommen. Denn die Mobs sind natürlich auch trotzdem noch mit den Phantoms und so weiter unterwegs. Also ich wüsste nicht, wie man momentan mit der Phantom-Mechanik Mobfallen passiv baut, aber ich glaube im Endeffekt genau normal wie früher auch. Nur, dass du halt eben einen sicheren, vor Phantomen sicheren Raum brauchst. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, die wir haben, dass wir das machen können. Ich glaube daran, irgendwo. Wenn nicht, dann nicht. Also wenn es dann nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Oh, das ist nicht das was gewesen, was ich tun wollte. Wo ist denn der Zombie, den ich gerade gehört habe? Ist irrelevant, ne? Ja, ist irrelevant. Wir werden hier auf jeden Fall noch alle weiteren Bäume abbauen und danach geht es für uns ans Ausleuchten der Mobs und der Gebiete hier. Das ist jetzt die zweite Nacht, die ich hier verbringe in dem Sumpf und ihr werdet auch langsam aber sicher im Laufe der Zeit hier sehen, dass die Mobspawns hier eigentlich ganz cool sind, weil es fast wirklich durch die Umgebung mit dem Wasser und so weiter keine anderen Mobspawns gibt, wenn man hier in dem Biom steht. Das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Sache und ich habe so gut wie kein Futter mehr. Das ist ein bisschen strange. Komisch Geschichte, Tutentut. Komisch. Naja, wir boddeln weiter Bäume um. Bis gleich. So, jetzt noch die letzten paar Fackelis setzen. Und ja, ich gebe zu, eventuell habe ich doch weniger Hobbys, als die Leute das so ansehen sollten. Ich finde, das sieht schon einigermaßen impressive aus. Was sagt ihr? Also, da sind eine Menge Fackelis.
Um ganz genau zu sein, das war vorher ein komplettes Deck und das haben wir noch übrig. Ihr könnt es euch ausrechnen, aber das war auf jeden Fall schon eine Menge. Und nun müssen wir nichts weiteres tun, als theoretisch hier eine Spawn-Fläche zu machen, die funktioniert, ist das doofe Wort. Also funktionieren würde jede Spawn-Fläche. Aber wir brauchen auch die Möglichkeit, eine nutzbare Spawn-Fläche, die wir verwalten können, zu kreieren. Und das werden wir gleich tun. Das bedeutet im Endeffekt, wir bauen uns hier gleich irgendwo noch eine Plattform hin, aber vorher gucken wir nochmal ganz kurz, dass wir auch wirklich alles ausgeleuchtet haben, was ausgeleuchtet sein muss. Da zum Beispiel. Gut, das ist jetzt nicht mal ein Spinnenspawn, da könnte nichts drauf spawnen. Aber ein wenig aufpassen ist immer gut. So, hier unten müsste auch alles fertig sein. Ja. Sieht gut aus. Auch die Stellen hier sind alle fein ausgeleuchtet. Wie sich das gehört. Sehr fein. Sehr, sehr fein. Feine Katze Fischis. Oh, hier auch. Okay. Yep, das müsste passen. Gut, Menschen, dann müssen wir jetzt lediglich eine Plattform darauf bauen, die uns weiterhelfen könnte, die Dinge für die Zukunft irgendwann mal zu fertig zu bauen für uns. Und dafür brauchen wir ein wenig was an Blöcken. Und das haben wir momentan so gut wie nicht. Wir haben so gut wie keine Blöcke da. Leute, wir müssen einmal zurückgehen, ein paar Blöcke holen und dann gucken, wie wir da am besten eine Mobfalle daraus bauen. Denn so wie wir es momentan geplant haben, wird es nicht funktionieren. Denn die Slime spawnen hier ja nicht. Aber wir können theoretisch später ein Viereck hiervon nehmen, am besten vorne in dem Wasser. Und dort eine kleine Spawn-Ebene bauen und dann gucken, wie wir damit arbeiten können. Guti duti. Oh, hier unten können wir noch was ausleuchten. Da bin ich aber immer sofort dabei. Finde ich ja richtig nice. Bedeutet, ich gehe mal ganz kurz zurück und dann gucken wir uns mal ganz kurz an, wo wir sie hinbauen. Und dann ist es das schon mit dieser Folge. Denn bauen an und für sich werden wir sie erst in einer der nächsten Folgen. Denn es könnte sein, dass wir da ein bisschen, ein wenig näher mit ein paar schönen Redstone-Sachen arbeiten müssen. Mit Strings und mit Observern und so weiter und so fort. Ich bin eine feine Katze. Naja, Material holende Katze ist Material holende Katze. Eine feine Katze ist jetzt schon hier dann. Eine feine Katze, die das machen kann. Jam, jam, jam. Das hier ist ein Standard-Häcksler-Design. Dabei geht es darum, dass ein Waterstream in der Mitte zwei Plattformen vertritt. Und in dem Fall ist es halt vier Plattformen. Aber das Ganze wird so genutzt, dass die Monster automatisch durch ihr Wandern, das sie ja immer wieder aktiviert haben, nach einer Zeit hier vorne drüber düsen und drüber fallen. Sie also runterwandern theoretisch ins Wasser. Denn auch Monster fallen manchmal ins Wasser. Theoretisch kannst du das Ganze noch ein bisschen intelligenter machen, indem du das Ganze zwei hoch machst. Das werden wir auch gleich machen. Und daneben dann Trapdoors setzt, die geöffnet sind. Dafür brauchen wir aber ein bisschen Holz für Trapdoors. Und wir brauchen allgemein noch ein bisschen was davon. Allgemein, glaube ich, brauchen wir den kompletten Teil hier, damit wir das überhaupt zubekommen. Ja, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, dann müssen wir jetzt nichts anderes machen, als hier oben einmal mit Half-Slabs das Ganze noch zuzumachen. Das ist jetzt natürlich alles aus Stone gebaut, bis auf da unten ein paar Pylone, die als Pilare gelten. Pilare, Pylone, Alter. Katja hat gerade wieder richtig geile Wörter gefunden, ey. Läuft bei Katze. So. Das Ganze wird dann am Ende des Tages mit unserem normalen Häcksler-Design versehen. Und müsste unten dann nur noch abgeschöpft werden. Das machen wir jetzt aber alles noch nicht. Wie gesagt, wir machen die vielleicht jetzt noch das Dach drauf, soweit wie ich das kann. Und dann werden wir zurückgehen und mal die Folge für heute beenden. Denn das war es schon von der ganzen Folge, von der Zeit, die ich für diese Folge hatte. Und ich muss jetzt langsam aber sicher auch ins Bett. Ich bin ein bisschen geredet, aber das wird schon funktionieren. Morgen gibt es wieder, also morgen heißt es für euch, für mich heißt es nachher. Und für euch heißt es auch nachher. Ich bin ein wenig arg verwirrt. Geht der Katzember weiter. Ich promote hier nochmal ganz kurz den Twitch-Kanal. Wir werden heute Pokémon Shiny Hunt weitermachen. Das bedeutet im Endeffekt, wenn ihr im Stream nochmal sehen wollt, wie ich ein paar Shinies suche in Pokémon, dann ja, das ist fein. Das funktioniert. Ich bin eine feine Katze. So, wir ziehen jetzt noch das Dach drauf und dann geht es langsam aber sicher zurück in unsere Basis und da gibt es dann wahrscheinlich eine Abmod oder wenn hier noch was Wichtiges passiert, sage ich euch natürlich auch Bescheid. Zeit hier zu verschwinden, Mann. Die sind immer gemein zu mir, aber wir haben schon fertig. Wir sind verärgert. Fein. Egal. Hoppala. Und damit müssten wir ins Portal kommen. Hat mich das gerade in genau dem Moment noch gehittet? Ihr seid so doof. Ihr Doofies, Alter.
Ihr seid riesige Dovis. Naja, wir haben einen kompletten Sumpf ausgeleuchtet. Wir haben schon mal einen Grundhäcksler darauf gebaut und wir haben alles fertig, was wir fertig haben wollten für diese Folge, um in der nächsten Folge eventuell daran weiterbauen zu können. Ich hoffe sehr, das Ganze hat euch gefallen. Nun kann ich euch erstmal beruhigen. Am morgigen Tag kommt Car After Tech erst wieder ab 12 Uhr, denn am Samstag startet offiziell Minecraft Hardcore Staffel 3 mit The YoCraft und mit Katze. Danke euch allen fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen bei, ja, entweder Craft Attack oder Ultra Hardcore. Ich danke euch. Bis dahin erstmal ciao.